Moin Leute, heute stelle ich euch den Defiant Nitro 2, einen Tempotrainer aus dem Hause Puma vor. Wie immer schauen wir uns an, was den Schuh auszeichnet und natürlich wie er sich läuft. Ich wünsche viel Spaß beim Video. Puma hat in den letzten Jahren eine sehr interessante Entwicklung hinter sich. Besonders durch die neue Nitro-Materialien in der Mittelsohle sind sie im Performance-Bereich wieder angekommen und man sieht viele Läufer und auch Athleten, die mit den Schuhen unterwegs sind. Im Upper hat Puma ein zweilagiges Mesh-Fahrwerk. Das ist sehr dünn, dementsprechend sehr atmungsaktiv, aber vor allem geschmeidig. Es passt sich sehr, sehr gut der Fußform an. Man findet auch keine störenden Elemente, die irgendwie reiben oder so Sollbruchstellen im Abrollverhalten. Das gibt es gar nicht. Und ja, man fühlt sich so ab dem ersten Schnüren in dem Schuh wirklich sehr, sehr wohl. Für mehr Stabilität für das Material hat Puma einzelne Verstärkungen aufgebraucht, was sich Powertape nennt. Das haben wir hier auf der Zehenbox, aber auch im Innenbereich, um da einfach ein bisschen mehr Halt zu bieten. Die Fersenpartie ist ebenso sehr komfortabel. Wir haben hier nur dezente Polsterungen, die sich super an den Fuß anpassen. Auch die Zunge ist nur minimal gepolstert und die Ferse ist nicht zu starr. Also man kann die schon gut bewegen, kann hier auch ein Stück eindrücken. Das heißt, diese Fersenkappe, die sie hier drin besitzt, ist sehr klein, aber dennoch nicht zu starr und sehr beweglich. Im Vergleich zum Vorgänger hat Puma einige Änderungen vorgenommen, um da einfach einen besseren Fit zu gewährleisten. Die Mittelsohle besteht aus zwei Formelementen. Wir haben einmal das Nitroform, das weiße hier im Fersenbereich, und Nitrolit, was im Vorfußbereich ist. Nitrolit ist das dynamischere Material, was reaktiver beim Laufen ist und einen mehr nach vorn treiben soll. Der Aufbau ist schon ein bisschen breiter, das heißt, man hat eine gute Stabilität. Zusätzlich sitzt zwischen den beiden Formschichten eine Carbonfaserplatte, die natürlich auch viel Stabilität den Schuh bietet und auch den Antrieb nach vorn fördern soll. Die Außensohle aus Puma Grip ist sehr großzügig verarbeitet. Also hier weist der Schuh halt wirklich eine lange Haltbarkeit auf, weil ich denke, locker die 800 Kilometer sollten damit überhaupt kein Problem sein. Und außerdem greift sie sehr, sehr sicher zu. Also Puma Grip ist wirklich eine der besten Materialien so auf dem Markt in Sachen Außensohle. Und da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Wir haben auch hier gezielte Aussparungen, dass der Schuh eine gewisse Flexibilität mit sich bringt, ist aber dementsprechend durch die Carbonfaserplatte schon etwas steifer. Also man sieht schon, der Flex ist nicht zu viel da, aber es ist was vorhanden und da helfen halt auch diese Ausschnitte in der Außensohle, dass man da gut abrollen kann. Bei meinen Testläufen war ich im entspannten Pace-Bereichen unterwegs, aber auch in Richtung Tempo-Dauerlauf-Geschwindigkeit. Bei den ruhigeren Läufen fand ich den Schuh genial. Wir haben eine sehr, sehr großzügige Dämpfung, die sehr weich ist, aber man versagt nicht nur in den Schuh. Man kommt super einfach ins Abrollen, kann seine Kilometer abspulen und hier finde ich auch Stabilität, Grip und den Support sehr, sehr gelungen. Macht sehr viel Laufspaß. Jedoch, wenn es ein bisschen schneller wurde, habe ich ein bisschen mehr Hoffnung vom Schuh, weil wir haben hier einen super Form im Vorfuß, wir haben eine Carbonfaserplatte und für mich ist es eigentlich ein Schuh, wo ich mir denke, ich kann damit alle meine Tempo-Dauerläufe komfortabel meistern. Geht schon, aber ich finde, man muss in den Schuh ein bisschen mehr arbeiten als in vergleichbaren Modellen wie Saucony Endorphin Speed beispielsweise. Der gibt mir dann wesentlich mehr Antrieb nach vorn. Da bekomme ich hier viel mehr Stabilität und Komfort. Da hat mir so ein bisschen der Push nach vorn gefehlt, um halt wirklich dann auch, wenn ich eine Stunde in so einem Tempo-Dauerlauf-Geschwindigkeit unterwegs bin, dann auch mal den Antrieb halt zu haben. Da war ich ein bisschen enttäuscht, hätte ich ein bisschen mehr erhofft, aber ist natürlich immer, kommt immer auf den Läufer drauf an, was hat man für eigene Vorlieben. Allgemein finde ich den Defiant Nitro 2 einen sehr, sehr komfortablen Laufschuh. Es beginnt beim Upper, der super am Fuß sitzt, die Mittelsohle dämpft großzügig, lässt einen auch nicht in den Stich, das heißt, man sinkt nicht nur ein, sondern man kommt gut ins Abrollen. Für alle entspannten Dauerläufe ideal geeignet. Ja, wie gesagt, im Tempobereich kann man ihn einsetzen und muss dann, wie gesagt, selber entscheiden, wie viel Impact oder wie viel Unterstützung möchte ich denn halt da haben. Ich fand es etwas zu wenig. Da gibt es halt wie gesagt Modelle, die mich da mehr antreiben. Aber dennoch ist es für mich ein sehr gelungener Schuh. Und falls du Fragen zum Schuh hast, einfach in die Kommentare damit. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen und bis bald.